Jodelo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio. Ja, wir hatten ja irgendwie genau hier die letzte Folge beendet und wo ist mein Jeep? Ja, letzte Folge beendet. Das ist eine gute Frage. Um halt hier unten da den bösen Aliens dieses kostbare Eisenfeld wegzunehmen. Unter Umständen oder unter Umständen, also unter anderem auch, weil wir halt mehr Stahl brauchen. Jetzt habe ich das Problem, dass mein Jeep, wo ist mein Jeep? Da? Ja, tatsächlich, den da abgestellt. Irgendwann mache ich da nochmal eine Bandschranke hin. Ich hab da Bock drauf. Ich hab doch schon wieder ein paar neue Ideen. So, ich hatte mir ja die Lasertürme geholt in der letzten Folge. Oh, das Ding fährt so rum. Okay. Und jetzt werden wir mit Hilfe dieser Lasertürme eine rasante Gebietserweiterung machen. Also nicht wie in der letzten Folge, also bei den letzten Malen, wo ich wirklich da ja 2 Stunden gebraucht habe, um dieses Gebiet halt fertig zu machen. Oh Mann. Das ist echt so geil, ey. Okay. Eigentlich kann der ganze Scheiß auch weg. Öl und Kupfer haben wir hier genug. Aber hier ist feines Gebiet. Wieso stelle ich den Jeep jetzt wieder hier ab? Fahr einfach dahin, wo du hin willst. Genau. Wieso haben die immer noch keinen Strom? Gelasert. Wie Beinbehaarung. Ha. Natürlich jetzt keine Türme mehr habe. Ist hier auch so. Habe ich? Wieso habe ich. Süß. So. Läuft ganz auch ganz läuft ganz gut soweit. Ich kann es gar nicht wegen den Leichen nicht mehr sehen.
So, wollen wir es riskieren, ein bisschen größeren Sprung zu machen? Nö, warum? Warte. Wir da sind. Ist so Mauern. Maustaste. Warum? Spiele ja schon so lange das Spiel und jetzt drücke ich natürlich die falsche Maustaste. So. Genau, wir nehmen einfach allen den Strom weg. Macht ja nichts. So. Schon gehört das nette Geländchen uns. Hatte ich nicht auch irgendwo mal hier so ein paar Teile aufgestellt? Nein? Anscheinend nicht. Okay. Dann machen wir es jetzt. Ja. Was haben wir denn überhaupt an Erzfördergerät? Zeugs? 40 Stück ist ein bisschen wenig. Na, ich, Sonst nehmen wir doch die anderen 50. So, wir wollen jetzt nicht, wir wollen alles wegnehmen, aber wir wollen natürlich nicht den Strom unterbrechen.
Ja. Also, wo wir schon mal da unten sind. Damit sollten wir erstmal auch genug Eisen haben. Leider ist das Feld nicht sehr ergiebig. Es ist zwar groß, aber nicht sehr ergiebig. Okay, dann lassen wir den mal sein. Ich könnte jetzt noch 40 Stück bauen, aber pff, also ich weiß nicht. Da lasse ich mir nachher noch ein paar anliefern und dann ist das auch in Ordnung. So machen wir das schön. Nein, so machen wir das nicht so schön. Ach, guck mal hier, von den Dingern brauchen wir auch noch mal ein paar. Oh Gott. Nö. Macht gerade den ersten fertig, krass. So, das war's auch schon. Das ging noch ratzifatzi, oder? Okay. Interessant. Das führen wir jetzt irgendwie durch die Planeten. Durch das ganze Gelände hier. So lange, wie wir halt Bänder haben. Und dann können wir uns von da aus kommen, weil das dann immer. Das ist ja eigentlich Unsinn, was ich da mache. Warte mal, das ist ja totaler Unsinn! Mann, Mann, Mann. Wie sieht's aus mit Öfen? Okay, jetzt ist das Kind in den Boden gefallen. Das waren die Radarstationen, die habe ich gesetzt. Keine Roboterhangar. Das ist ja auch eigentlich relativ Also wird ja auch nicht gebraucht hier mehr alles. Halt die ganzen alten Grenzzäune. Das fällt alles weg jetzt, wo ich da das mit Lasertürmen machen kann, brauche ich den ganzen Kram einfach nicht mehr.
So. Jetzt müssen wir uns wieder Bänder holen. Und eigentlich kann ich dann, wenn ich das gemacht habe, da ist ja nachher auch dieses Kupferfeld und dann kann ich diese beiden, da kann ich das erste, was ich mache, ist auf jeden Fall schon mal ein ordentliches Bandlager, dass ich hier Bänder kriege. Das ist halt irgendwie ein bisschen blöd jetzt auch mit den Folgen. Also ich glaube, man sieht schon, dass es hier ein bisschen schneller vorangeht. Aber ich werde halt irgendwie immer noch durch die Inkompetenz gebremst, die ich halt vorher an den Tag gelegt habe. Ich weiß nicht, wie ich es einfach anders sagen soll. Also durch die Naivität. Ach, guck mal, die Forschung. Mit der Forschung komme ich auch nicht voran. Also ich habe hier noch unglaublich viele Baustellen. Sachen, die ich jetzt auch komplett neu arbeiten muss, weil das einfach so keinen Sinn macht. Wie ich dann halt in späteren Sessions, in denen ich das halt für mich alleine durchgezockt habe, dann festgestellt habe. Gut, dass ich hier meilenweit beim Philosophieren an mein Auto vorbeilaufe. Okay, ich habe auf die Uhrzeit geschielt. Ich hoffe, man hat das nicht gemerkt. Bis auf der Baum hat das ganz sicher gemerkt. Bis auf der Baum, habe ich gesagt. Ne? Ey, es ist echt unglaublich, was ich hier ein Scheiß laber. Oh Mann. Sie wollte noch in die andere Richtung. So. Für mich ist Let's Playen ja auch eine Art Therapie. Ich hoffe, dass dadurch halt irgendwie auch meine Sprache wieder besser wird. Ich habe manchmal das Gefühl, ich hätte wohl einen Schlaganfall oder sowas. Jedenfalls konnte ich früher, bin ich dafür gelobt worden, so gut reden zu können und das ist alles irgendwie weg. Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass ich älter geworden bin. Ah, oh, nein, nein, verdammt, jetzt habe ich vergessen. Oh, ich habe so viel vergessen, ich muss wieder hoch. Ich muss noch Öfen holen oder das Material für Öfen und dann muss ich noch was muss ich noch? Genau, Hangar. Ich muss mir noch ein paar Hangars holen, obwohl da bin ich mir gar nicht sicher. Es kann gut sein, dass er das schon automatisch aufgefüllt hat. Ne, drei Stück hat er aufgefüllt. Ja, gleichzeitig, das ist einfach zu viel gleichzeitig. Wie viel kann ich bauen von denen? Nix. Ich brauche dafür, warte mal, was brauche ich dafür? Ziegelsteine. Ja, Ziegelsteine sind ein wenig das Problem. Aber ich muss noch ein paar Hangars holen. Ich weiß gar nicht, wo sind die eigentlich? Alter, ey. Ich komme mir vor wie diese 90er-Jahre-Kids, die immer irgendwie ihr Fahrrad hingeschmissen haben. 90er Jahre oder hier, oder ist das 2000 gewesen? Ich weiß nicht, ob das, ich glaube nicht, dass das wird das heutzutage immer noch so gemacht. Das ist irgendwie so ein. Also muss ich echt sagen, ich hoffe nicht, dass das irgendwie heutzutage immer noch gemacht wird. Ich persönlich, aber ich bin ja auch schon alt. Ich finde das so doof. Irgendwie ein Fahrrad, man steigt von dem Fahrrad ab und nimmt sich nicht die Zeit, das halt irgendwie mit dem Ständer irgendwie abzustützen. Nee, man lässt es einfach so hinfallen. Soll wohl cool sein oder so. Das fand ich schon immer so bescheuert. Ne, und das hat sich dann irgendwie, dieser Trend hat sich dann fortgeführt in das Micro Drop Down. Keine Ahnung. Ne, das Micro Drop. Also einfach irgendwas erzählen und wenn man dann fertig ist, dann das Mikrofon droppen. Ist also eine. Warte, was brauche ich noch für Öfen? Ist Stahl.
Naja, gut, da haben wir jetzt 50. Wo hat er denn 50 Stahl her? Also 6. 50 geteilt durch 6. Ist jetzt auch nicht so schwer, ne? 50 geteilt durch 6. Ich sag dir das. Nein, oh, ich hab das bloß im Kopf gerechnet, wäre ich jetzt schon fertig. Ja, genau. Das ist genau das, was ich auch ausgerechnet habe. Also 8 Öfen, das ist nix. Ich brauche mehr Stahl. Ich brauche jetzt mehr Stahl. So, genau, Dropdown und dann, ich bin so derjenige, ich steige aus dem Fahrzeug aus und lass das irgendwo gegenknallen. Das ist ja wohl noch die, das ist die Obercoolness. Also damit, da kann ja wohl keiner von diesen Dropdown-Heinis und. Und Fahrradunfall-Losern mithalten, oder was? Ich bin nämlich hier der Dropdown-König, ey. Alter, Alter, Alter. Ich bin nämlich hier der Dropdown-König, Alter. 100 Batterien. Warum zum Teufel habe ich das jetzt auch noch irgendwie? Das macht doch gar keinen Sinn. Na gut, egal. So, jetzt haben wir alles, ne? Naja, was heißt alles? Jetzt haben wir alles. Aber stimmt, ich kann das auch irgendwie so hier nochmal ein bisschen aufsammeln. Ich mache mir so viel Stahl. Ich mache mir so ein riesen Stahlwerk. Naja, mache ich eigentlich nicht. Ich werde irgendwie so ein bisschen Stahl nochmal produzieren. Aber mal so für Männer, ne? Eine Stahlproduktion für Männer werde ich jetzt hier aufbauen. Also, nach dem philosophischen Gespräch über Bike Drops, können wir das so nennen? Und Micro Drops zu meinem Fahrzeug Drop. Warte, warte. Ja, muss ich sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich schon auf den nächsten Teil. Ich mache den sofort. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Ciao!